Willkommen zu Episode Nummer 4 von Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty und uns Played Home Markus, Olli spielen das Spiel und sind an einer Stelle als angekommen, wo wir den Charakterwechsel vollzogen haben. Den Tankerabschnitt abgeschlossen haben. Snake ist nun erstmal nicht mehr aktiv. Ein anderer Snake, der nicht mehr Snake heißt, sondern Raiden. Raiden. Wunderschön. Der mit den langen Haaren. Und diesem Gummianzug, wo wir mal schauen werden, ob er sich irgendwie anders spielt vielleicht, ne? Vielleicht kann er auch was anderes. Sehen wir dann. Was denn? Vielleicht. Vielleicht. Er kann auch fliegen. Vielleicht ist es in Wirklichkeit Psycho Mantis und gleich steht Hideo. Irgendwo da. Gut, unser, was müssen wir machen? Wir müssen den Präsidenten retten, James Johnson. Der auch nicht so ganz, naja. Naja, der wurde halt hier auf der Big Shell, also auf der Plant, also auf diesem Ölplattform mäßig festgehalten. Ja. Und, ja, wir sind jetzt auch noch Teil von Foxhound. Müssen den retten. Noch? Snake war es nicht mehr. Wir sind wieder Teil von Foxhound. Ja, er ist halt Teil von Foxhound oder so, genau. Und Ocelot, ne, hat den Metal Gear geklaut. Ocelot, Schrägstrich, Liquid Ocelot. Oh. Jetzt heißt er nicht mehr Revolver, jetzt heißt er Liquid Ocelot, voll die Crossover. Na gut. Gut. Do it. Ja, findest du, ich habe noch eine Frage und dann geht's wirklich los. Findest du, Ocelot, sie hat ein bisschen Ähnlichkeit im Alter jetzt mit Liquid? Weil er hat ja jetzt irgendwie Liquid in sich. Dass er irgendwie sich so ein paar Gesichtszüge von ihm angenommen hat oder so. Weil hier ist es ja auch die Grafik ganz anders als im ersten Teil. Ist ja ein bisschen fortgeschritten. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Wie er aussah, weil es ist jetzt für uns ein bisschen her. Gut. Und dafür heute ganz schön rein. Also wir werden sehr oft diese Klamotten haben jetzt in den nächsten Folgen. Ja, wir waschen uns nicht. Nie mehr. Gut. Und es geht los in den folgenden 3, 2, 1. Jetzt. So, wir befinden uns direkt mit Raiden hier. Ich muss noch mal ganz kurz, ich habe echt lange für mich her. Ja, ich kann tatsächlich was anderes. Alter, guck's dir an. Cool. Unglaublich, oder? Der kann. Es steuert sich viel besser als, gut. Als hier sind Käfer. Käfer? Käfer. Oh, guck mal, die machen was. Käfer. Die gehen weg. Die haben wir nicht. Alter. Ach, guck mal, da ist, was heißt das? Ja. Du kannst bestimmt bis unten hintauchen, ne? Aber wie tauche ich? Im Kreis? Oh. Ja, geh ran, im Wasser. Sehr gut, der wird im Anzug integriert sein, ne? Hm. Es dauert aber ein bisschen. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to zero, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ja, vielleicht ist das, die Anzeige, I don't know. Ich schwimme mal nochmal kurz hoch. Genau. Oh, sexy. So, muss ich denn hier überhaupt tauchen? Also, ja, vielleicht sind da unten ein paar Objekte. Nehme ich diese Leiter? Wahrscheinlich gar nicht. Hat ja keinen Sinn. Na, da ist ja, ist da nicht so. Da ist eine Tür. Man kann, natürlich kann man die Richtung gehen. Ich muss nochmal auch hier kurz, ist alles noch wie früher, ja? Was waren noch L1 und R1? Na, R1 ist First Person. Ah, das war nur das. Hier ist überall Käfer, das ist echt eklig. Eine L1 weiß ich nicht. Nichts. Also, Moment. Da sind ein paar Big Daddies. Ja, sieht echt so aus, ne? Für die Bioshock-Kenner unter euch. Und der läuft auch so gekrümmt. Alle Snakes laufen so, als hätten sie wirklich Schmerzen. Naja, das ist halt alt, ne? So, da geht's weiter. Willst du das schon gehen? Naja, soll ich tauchen? Ich kann tauchen. Ja, ich würde erstmal ein bisschen nach ganz unten. Vielleicht sind da wirklich ein paar Objekte. Der Regieren. Jawohl, die eigentlich. Ich habe ja auch eine relativ lange O2-Anzeige, aber ich sehe nichts. Cool. Unter. Hä? Ja. Alter Olli. Nee, was denn? Ich sehe nichts. Ja, dann nach unten, ne? Du fährst gerade. Nee, ich hab halt drück nach unten den Stick. Aber es geht nicht tiefer. Ach so. Ja, okay. Ich drück den Stick nach unten. Na, ist okay. Ja, das war's. Außerdem kam ich auch aus dem Wasser, das macht auch nicht so. Ja, aber vielleicht hätte unten noch eine Patrone sein können. Keine Patrone. Keine Patrone, genau. Die am Ende des Spiels alles wieder
Bin ich Ocelot oder was? Nee, Raiden. Raiden, mein Name, hallo. So, Aktionstaste ist... Ganz kurz, drei, das noch. Ne? Und dann war das grau. Sehr schön. Ja, sie hat sich hingerufen. Das ist... Weil die zurückhalten ist das. Hier ist nichts mehr, ne? Oh, das ist nichts mehr. Und es geht weiter. Drückt halt. Yes, Baby. Wir tun seinen Arsch auf, ne? Ne, ich guck lieber nicht. Oh. Hauen um. Guck mal, der bewegt sich nicht. Ich mach gar nichts, das ist alles vorgegeben. Ach echt? Ja. Ach so. Hab mich schon gewundert, dass deine Aktion so passiert. Was? Haha! Du Arsch. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They've become a band of mercenaries, an army without a country. Das kennen wir doch, ne? An Army Without a Country? Peacewalker? Genau. Sag mal, was ist denn hier los? Gedächtnissprung. Vier kann ich gerade nicht ausprobieren wegen Waffen, weil ich keine habe. Richtig. Das ist... Ich sehe nichts. Ich hasse dieses nicht, dieses nicht umgucken können. Das ist echt nicht mein Stil, Mann. Du hast einen Stil. Na, no, dieses Dicker. Oh, zwei Fragen. Ist nicht schlecht. Er lebt dann anscheinend noch. Shaky, shaky. Das war's schon mit rein, jetzt geht's weiter. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. Oh. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator, a node. Did you say nerd? Not nerd, node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Erstmal ging es schneller. Wird es immer so gehen, alle 30 Sekunden gibt es eine Zwischensekunde. Was ist passiert? Okay. Okay. Das sah nicht schmerzhaft aus, oder? Nee, der Schrei war auch nicht schmerzhaft. Codename. Alter, was? Ja, okay, mach einfach. Ja, ja, komm, passt. Alter, mein Geburtstag ist unbekannt. Am 1.1. Mein Codename ist auch unbekannt. Mhm. Wann muss das sein? Hätten wir uns nicht eigentlich benennen können? Das wäre viel cooler gewesen. Option? Was geht das? Fragt ihr uns wieder nach Optionen aus, oder was?
Scheiße. Oh, guck mal, unter dir sind an. Hm. Ja, passt alles, ne? Ich weiß nicht, warum das jetzt kam, also passt schon. Exit? Ja. Okay. Good work, Raiden. The radar should be functioning now. Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane! I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Das ist unsere Freundin, oder was? Offensichtlich. Ich glaube... Oh, pass auf, du musst schnell. Ja, wohin denn? Na da, ein Aufzug. Aktionstaste. Oh. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Wenn ich ihn wieder bewusst losschlage? Ich glaube, die haben wir nicht. Das geht doch nicht so schnell. Das ist ja cool. Ah, sehr gut. Kannst du drücken? Habe ich schon. Das ist von blau auf rot geworden. Ja, geht nichts mehr. Okay. Was würde ich sagen? Die werden gleich wieder wach. Ach, weil bestimmt es jetzt wieder dieser andere Spielabschnitt ist. Weißt du? Was dann einfach nochmal erklärt wird. Ja, aber man hat es doch gespielt und hat doch auch Snake nach derselben. Ja, aber man kann doch aussuchen, ob man nur den Tango-Abschnitt spielt oder nur den Plant-Abschnitt. Und deswegen. Yes, ja, 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 yes, yes.
Das ist, obwohl der Tankabschnitt kein eigenständiges Spiel war. Das war zu kurz. Ja. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Ganze Zeit redet er schon und jetzt ist das klar. Wait. How do I talk to you? Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on Struts B and C. And the President? Seems he was spotted on Strut B. Strut B? Also erst Node suchen, dann Präsident suchen. The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of Strut A, Shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. So, was war das Node nochmal? Echt jetzt? Das Radar-Ding oder nicht? Ja, die Signale. Diese Anlage, wo du dich genau wo du genau für bekommst. Die Signale, das meine ich ja. Ich habe auch keine Waffen und nichts, ne? Na, noch nicht, genau. Du hast so kacke. Ja, geht schon, geht schon. Sneaky. Aber das ist cool, dass du auf jeden Fall mit einem Tritt fast sogar die umhaust. Zu zeigen. Das ist ein bisschen agiler als ne. Agiler? Ja. Was war das denn? Das ist agiler, willst du sagen? Bin ich auf der Taubenscheiße ausgerutscht? Anscheinend. Das ist ja lächerlich. Geil, okay. Bekackt mich mal nicht. So. Hier ist niemand. Da kann ich hier. Dann kommt immer wieder mal ein bisschen Taubenscheiße von oben. Ja, das ist witzig, ne? Gut, er liegt auch. Nee, gut. So, weißt du noch, wir müssen noch so ein sechseckiges Ding, ne? Von hier aus kann ich sie nicht sehen. ne, wir sind schon auf so einem sechseckigen Ding. Really? Auf Plattform A. Okay. Guck mal, ich glaube jetzt rechts von dir ist eine Tür. Ja, ich nicht deswegen, wegen gucke ich den Ego-Sicht zum Das B? Das ist das nächste, wo ich hin muss, ne? Aber guck mal, da ist eine Tür und da ist auch, da dreht sich irgendwas. Okay. Alter, es ist doch richtig kacke, wenn ich da die ganze Zeit hinfliege. Geht schon. Wusch, da ist was. Entschuldigung? Eine M9, ne? Nee. Tja. Naja, müssen wir mal. Ja, ich guck doch, ich guck doch. Ja, ist da keine Tür? Geht's auch nicht klar. Da ist der Fahrstuhl, okay. Na, aber. Jetzt da unten? Ja, da, guck mal, da ist doch auch nichts. Ja, ja, das meine ich doch, da habe ich doch Aktionstaste gedrückt. Ach, das geht nicht. Hier kommt nichts, nicht. Und kannst du dich mal an die Kisten da stellen und dann Sicht auf, genau, ist da irgendwo ein Pad? Da irgendwo? Wow. Alter. Rechts? Ne, da war nichts. Na gut. Dann... Hier komme ich auch nicht durch. Müssen wir wohl die Tauben abschießen. Ohne Schusswaffe. Was? Warte, ich nehme mich mal hier drin, hier ist aber auch...